Der kleine Lesedrache Levi hat alle Bücher, die er sich in der Stadtbibliothek ausgeliehen hat, durchgelesen. Was soll er nur als nächstes lesen? Da erinnert er sich, dass Mila Musikdrache ihm von einem neuen Buch erzählt hat, das ihr sehr gefallen hat. Das will Levi Lesedrache nun auch lesen. Er geht also zu Mama Lesedrache und fragt sie, ob es dieses Buch in der Stadtbibliothek gibt. Das weiß ich leider nicht, sagt Mama Lesedrache. Aber wir können im Internet nachschauen. Der kleine Lesedrache und Mama Lesedrache setzen sich an den Computer. Mama Lesedrache gibt die Webadresse der Stadtbibliothek in die Suchmaschine ein. Das hier ist die Homepage der Stadtbibliothek, erklärt sie Levi. Hier findest du alle Informationen rund um die Bibliothek. Um herauszufinden, ob die Stadtbibliothek das Buch hat, das du lesen möchtest, geben wir den Titel und/oder den Autor bzw. die Autorin in die Suchleiste ein. Das funktioniert übrigens auch mit allen anderen Medien, die es in der Stadtbibliothek gibt, fügt Mama Lesedrache hinzu. Levi Lesedrache gibt also den Titel ein, den Mila Musikdrache ihm genannt hat, vom kleinen tapferen Drachen. Sofort erscheint das Buch von Sophie Bibo ganz oben bei den Suchergebnissen. Das ist das richtige Buch, sagt Levi freudig. Sehr schön, erwidert Mama Lesedrache. Zu diesem Buch werden nun ganz viele verschiedene Informationen angezeigt. Diese stehen neben dem Buchcover und unter dem Titel. Da haben wir die Autoren, dann das Erscheinungsjahr, die Signatur, die Medienart und zum Schluss der Verlag, bei dem das Buch erschienen ist. Weißt du, was die Signatur bedeutet? Fragt Mama Lesedrache. Der kleine Lesedrache schüttelt den Kopf. Jedes Buch in der Bibliothek hat eine Signatur, erzählt Mama Lesedrache. Es zeigt den genauen Standort in der Bibliothek an. Das erste Wort, hier Abenteuer, sagt uns, zu welchem Themenkreis ein Buch gehört, also worum es in dem Buch ungefähr geht. Die Zahl gibt an, für welche Altersgruppe ein Buch geeignet ist. Hier 6+. Das heißt, Kinder, die ungefähr 6 Jahre oder älter sind, können dieses Buch lesen. Die Buchstaben sind die ersten drei Buchstaben des Nachnamens der Autorin. Hier BIB. Wenn du in der Bibliothek ein Buch in der Hand hältst, siehst du die Signatur auf dem Buchrücken. Das Thema steht auf einem gelben Aufkleber, die Altersgruppe und das Namenskürzel darunter auf einem rosa Aufkleber. Mama Lesedrache zeigt auf dem Bildschirm auf ein Wort rechts neben dem Titel. Das grüne Häkchen und das Wort ausleihbar heißen, dass das Buch gerade in der Bibliothek ist und nicht von jemandem ausgeliehen wurde. Also können wir es jetzt ausleihen? Fragt Levi Lesedrache aufgeregt. Auf jeden Fall, antwortet Mama Lesedrache. So machen sich die beiden auf den Weg in die Stadtbibliothek, um die ausgelesenen Bücher zurückzugeben und neue Bücher auszuleihen. Durch den letzten Besuch in der Stadtbibliothek kennt er sich schon richtig gut aus.